Die Burg und Festung gibt ihre Geheimnisse preis. Visualisierung auf dem Regenstein. Das markante Felsmassiv bei Blankenburg ist ein touristischer Anziehungspunkt und das bei jedem Wetter. Die Geschichte des Regensteins ist für viele Besucher allerdings noch sehr nebulös. Im vergangenen Jahr 2020 hatten wir hier ganz viele Besucher. So viele Besucher hatten wir hier noch gar nicht. Es waren an die 100.000 Besucher, die alle auch sehr zufrieden mit dem Zustand dieser Burg und Festung Regenstein waren. Bisher hatten wir immer nur im Jahr so an die 54.000 bis 56.000 Besucher. Und das war wirklich ein Rekord mit 100.000 Besuchern. Um die geschichtliche Entwicklung des Regensteins von der Burg zur Festung deutlicher sichtbar zu machen, sollen zunächst einzelne markante Gebäude aus dem 17. und 18. Jahrhundert wieder zum Leben erweckt werden. Solch eine Visualisierung ist die erste im Harzkreis. Da das ja nun auch kostenaufwendig ist, haben wir Fördermittel beantragt beim Land Sachsen-Anhalt und können mit diesen Fördermitteln diese tolle Idee umsetzen. Wir beginnen heute mit der Visualisierung der Festung Regenstein. Die Firma Arctron, die den Auftrag bekommen hat und die Ausschreibung gewonnen hat, beginnt heute mit der Vermessung und schaut sich alle Standorte an, wo Gebäude mal standen und die visualisiert werden sollen. In enger Zusammenarbeit mit Jörg Reimann, der die Rekonstruktionsvorschläge für die ehemaligen Gebäude liefert, wird in den kommenden Monaten die Visualisierung erfolgen. Der Besucher, der heute auf den Regenstein kommt, ist fasziniert von dem herrlichen Ausblick, von den reizvollen Höhlen und auch von den Grünflächen. Und was der Besucher allerdings nicht weiß, ist, dass diese Flächen zum größten Teil mit Gebäuden besetzt waren, sowohl zur Burgen- als auch zur Festungszeit. Wir haben in den vergangenen Jahren und wir, das ist der Verein History for You, zahlreiche Untersuchungen angestellt und konnten viele von diesen Gebäuden nachweisen und konnten sie auch rekonstruieren. Und das Ziel ist natürlich, dem Besucher das so realistisch wie möglich darzustellen. Und deswegen freuen wir uns, dass jetzt die Möglichkeit besteht, diese Gebäude, die wir bisher in zweidimensionaler Form vorliegen haben, jetzt in die Dreidimensionalität zu bringen und so dem Besucher das Gefühl zu geben, er ist praktisch mitten in der Festung. Die ersten Vermessungen haben bereits begonnen. Das Gelände wird von verschiedenen Punkten aus gescannt. Das heißt, in einem Winkel von 120 Grad wird eine Rundumaufnahme realisiert. Für die Entstehung solch eines Panoramabildes ist auch der Nebel kein Hindernis. Die Arbeiten auf dem Regenstein stehen allerdings erst am Anfang. Viele Millionen Messpunkte sind für die Umsetzung des Projektes notwendig. Also heute versuche ich mir überhaupt erstmal ein erstes Bild zu machen. Mit der Hilfe hier der Experten vor Ort, dass man überhaupt mal ein Verständnis für den Regenstein bekommt. Der Plan ist, den Regenstein zu digitalisieren und in bestimmten Bereichen auch mit Augmented Reality zu visualisieren, in verschiedenen Phasen seiner Geschichte, insbesondere im Moment der Festungsgeschichte. Das muss man jetzt hier sehr sorgfältig durchplanen. Da sind wir jetzt quasi erst in den ersten Phasen und Stufen. Wir werden vermutlich zunächst mit den Daten der Geoinformation arbeiten. Das heißt, es gibt ja hier Urban Laser Scan Daten, die ein Landschaftsrelief liefern, mit dem wir arbeiten können. Wir arbeiten dann mit verschiedenen modernen Scantechniken, Laserscanner, Fotogrammetrie, Drohnenbefliegung. Die ganzen Daten werden kombiniert, fusioniert. Daraus entsteht dann ein Bestandsmodell, also ein Modell von dem Zustand, wie sich der Regenstein heute präsentiert, mit dem wir dann weiterarbeiten können, um darauf die entsprechenden Rekonstruktionen der unterschiedlichen Phasen zu entwickeln. Wie kann man sich das als Besucher später vorstellen? Ja, das muss man jetzt noch ein bisschen durchplanen. Die Idee ist, und was wir auch sicherlich realisieren können, zunächst von bestimmten Bereichen 3D-Modelle zu erstellen, sodass man aus allen beliebigen Perspektiven
die Rekonstruktion betrachten kann. Aber vor allen Dingen soll das eigene Handy genutzt werden, die Kamera des eigenen Handys, dass man in der Augmented Reality quasi über die Ruine übergeblendet bestimmte Rekonstruktionen sich anschauen kann und eine gewisse Idee davon kriegt, wie es hier zur Festungszeit ausgeschaut haben kann. Wir haben eine Menge spannender Projekte auf unserer Homepage. Eine Burg zum Beispiel in Luxemburg, die komplett über quasi seit der Spätantike bis in die Ruinenzeit im 18. Jahrhundert in ihren verschiedenen Blütephasen rekonstruiert wurde und auch im Museum entsprechend visualisiert ist. Mit Virtual Reality, mit Augmented Reality, mit entsprechenden Filmbeiträgen etc. Ja, da gibt es eine ganze Menge Projekte, da wir nahezu zu 100% in der Archäologie und Denkmalpflege tätig sind, haben wir das Glück, immer mal wieder dort arbeiten zu dürfen, wo andere Leute Urlaub machen, wie auch hier auf der Festung Regenstein. Wie solche visualisierten Objekte aussehen können, zeigt Martin Scheich sehr anschaulich an den Projekten, die das Unternehmen in der Vergangenheit umgesetzt hat. Durch luftgestütztes und terrestrisches Laserscannen mit Hilfe von Hightech-Geräten entstehen Geländemodelle, die auf 3 mm genaue Darstellungen für die weitere Bearbeitung zur Verfügung stellen. Die Überlagerung mit Grafiken und weiteren Inhalten lassen dann virtuelle Objekte entstehen. Diese können als Film, aber auch durch Herunterladen einer App, als 3D-Animation auf dem Tablet oder Handy frei im Gelände entstehen. Und das ist das Ziel des Projektes auf dem Regenstein.